Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist für dieses TRX-Zirkeltraining. Ganz speziell für deine Core-Muskulatur, deinen Bauch und deinen Rücken. Wir bleiben heute für alle Übungen unten auf der Matte, also zieh dir als allererstes deinen Sling-Trainer so, dass die Rollen knapp unterhalb von deinen Knien sind. Und dann setz dich gleich nach unten mit Blick weg vom Anker. Jede Übung heute ist 30 Sekunden. Es gibt insgesamt 4 Übungen und für die erste Übung nimmst du gleich die Beine in die Luft und hältst dann einfach. Schultern sind entspannt, wir halten. Du neigst dich so weit nach hinten, wie du kannst, hast den Bauch angespannt. Und deine Beine sollten parallel zum Boden sein. Halte dich. Wenn nichts mehr geht, kannst du jederzeit die Füße am Boden abstellen, dennoch den Oberkörper nach hinten neigen, aber es ist schon vorbei. Füße auf den Boden. Erhole dich. Erste Übung geschafft. Dreh dich einmal um. Hände bleiben jetzt auf den Rollen. Du kniest dich hin und dein Po ist weg von den Füßen. Arme strecken, beugen. Das ist unsere nächste Übung. Es geht los. Ab jetzt. Hab den Bauch gut angespannt. Arme beugen, Arme strecken. Wichtig ist, dass dein Po immer entfernt von deinen Fersen ist. Du kannst auch die Zehenspitzen mit anheben, wenn du magst. Also so wenig Bodenkontakt wie möglich. Gleichmäßiges Atmen hier. Geschafft. Sehr gut. Löse. Kannst dich zwischen den Übungen immer auslockern. Und als nächstes gehen wir mit den Fersen in die Schlaufen. Also fädel deine Fersen ein und leg dich auf den Rücken. Beine beugen, strecken. Und es geht los. Ab jetzt. Hab deine Füße schön geflext. Kontrollierte Bewegung, ganz langsam. Pass auf, dass deine Zehenspitzen immer nach oben zur Decke zeigen. Wenn die zur Seite schauen oder wenn du die Füße ausstreckst, dann wird es leichter, dass du raushüpfst aus den Schlaufen. Lass den Po so lange in der Luft, wie du kannst. Dann löse und ablegen. Sehr gut. Komm raus aus den Schlaufen und dreh dich um. Also Zehenspitzen einfädeln, du kommst auf deine Hände. Und ziehst dann beide Knie zum Brustkorb. Das ist unsere vierte und letzte Übung. Ich lasse dir noch einen Augenblick Zeit. Und dann geht es auch schon los. Let's go. Knie zum Brustkorb. Zieh und löse. Gut ein- und ausatmen. Halte durch ein bisschen noch. Fertig, wunderbar. Komm raus aus den Schlaufen, setz dich in den Fersensitz nach hinten, dehne und strecke dich für einen Augenblick. Den ersten Zirkeldurchgang hast du schon geschafft, es folgen 2 weitere. Jetzt kommen wir aber erstmal nach oben, Wirbel für Wirbel aufrichten. Die Schultern gerne kreisen. Und dann geht es natürlich mit unserer ersten Übung wieder los mit dem V-Sitz. Also setz dich hin, Blick weg vom Anker, die
die Arme sind gestreckt und in Kürze wirst du deine Beine nach oben nehmen und halten. Auf geht's, Beine hoch. Neige dich so weit nach hinten, wie du kannst. Dein Bauch soll gut arbeiten. Nimm die Füße wieder auf den Boden, atme durch und dreh dich um in den Kniestand. Arme beugen, strecken ist unsere nächste Übung. Also nimm die Arme in die Länge. Der Po ist in der Luft. Arme strecken, Arme beugen. Zieh gerne auch wieder die Zehenspitzen nach oben. Und schau mal, dass dein Rücken möglichst gerade ist. Es hilft, wenn du den Bauch anspannst. Wir wollen auf gar keinen Fall einen Buckel haben und genauso wenig ein Hohlkreuz. Noch 4, noch 3, noch 2 und letzter, da ist der Gong geschafft. Kurz durchatmen, bevor es dann in Rückenlage geht, mit Fersen in die Schlaufen. Also fädel wieder schön deine Fersen ein. Beine in die Länge strecken. Und dann leg dich erstmal am Boden bequem ab. Es folgt unser Fahrradfahren. Füße flexen, sodass deine Zehenspitzen zur Decke zeigen. Der Po geht hoch und du radelst. Auf geht's. Wenn du das Gefühl hast, du fängst das Sägen an, also das Wackeln oben am TRX-Anker, dann musst du deine Fersen etwas gleichmäßiger, kraftvoll in deine Schlaufen hineinsinken lassen. Löse und komm auf den Boden zurück. Wunderbar gemacht. Wir drehen uns nochmal um. Unsere Plank Position. Also Zehenspitzen wieder einfädeln. Du kommst auf deine Knie, kommst auf deine Hände. So, zieh nochmal die Schultern weg von den Ohren und dann kann es auch schon losgehen. Zieh deine Beine in die Länge und dann beugen, strecken, Knie zum Brustkorb. Du kannst natürlich gerne auch auf die Unterarme kommen, wenn deine Handgelenke nicht so gerne belastet werden möchten. Langsam auf den Boden kommen. Geschafft. Zweiter Durchgang. Wunderbar. Zieh dich nochmal in die Länge. Fersensitz. Platziere die Hände vor den Knien. Roll up. Kreise ein paar Mal deine Schultern. Nur noch ein Durchgang und natürlich beginnen wir den wieder im V-Sitz. Also dreh dich einmal um, blick in die Raummitte, Arme wieder schön lang strecken, mach's dir bequem und dann zieh deine Beine in die Luft, wenn der Gong ertönt. Auf geht's! Neige dich ein bisschen mehr nach hinten, falls du im Bauch noch nicht sehr viel spürst. Geschafft.
Sehr gut. Arme beugen, strecken, Kniestand, dreh dich um. Zieh die Arme wieder gut in die Länge, der Po ist in der Luft. Die Füße nehmen wir nochmal nach oben, dass wir möglichst wenig Kontakt mit dem Boden haben. Letzten paar Wiederholungen, die schaffen wir. Gut gemacht, löse. Komm in Rückenlage, die Fersen gehen wieder in die Schlaufen hinein. Zieh die Beine schön in die Länge, Füße flexen, sodass deine Zehenspitzen nach oben zur Decke zeigen. Nimm den Po in die Luft und trete nochmal. Wieder schön dabei achten, dass du die Beine gleichmäßig bewegst, dass dein TRX stabil bleibt, du nicht wackelst. Perfekt, komm nach unten, einmal noch umdrehen, also Zehenspitzen einfädeln, wir gehen auf die Hände. Zieh die Schultern wieder weg von den Ohren, den Bauch nach innen. Nochmal tief durchatmen und dann geht's auch schon gleich los. Beine lang, auf geht's, Knie zum Brustkorb und wieder strecken. Zum Abschluss noch 4, 3, 2, Knie auf den Boden. Du hast es jetzt tatsächlich geschafft, also mach den Rücken nochmal rund. Zieh dich ein letztes Mal in die Länge. Und komm dann Wirbel für Wirbel nach oben. Setz dich ganz bequem auf deine Matte. Hab eine wunderschöne aufrechte Wirbelsäule, dass wir gut einatmen können. Und aus. Nochmal tief Luft holen. Nimm die Arme mit nach oben und löse wieder. Und noch einmal. Jetzt legst du deine Hände oben aneinander. Ziehst sie mit dem Ausatmen vor dich. Ich hoffe, du hattest ein gutes Gefühl bei diesem Training und deine Körpermitte hat gut gearbeitet. Bis bald beim nächsten Training.